Gold. Nehmen wir natürlich auch mit. Können wir vielleicht schön damit Deko-mäßig bauen. Vielleicht kommt in 1.13 auch ein Update mit, was man dann besser damit machen kann. Okay, da gehen wir gleich wieder hin. Haha, Diamanten. Noch mehr Diamanten. Ha, Freude. Diamanten. Und Eisen. Und hier haben wir schon Obsidian. Obsidian. Leben am Limit hier. Was halt jetzt nicht von hier drüben kommen sollte, wären Skelette oder Creeper. Deswegen erstmal kurz zumachen. Sieben Diamanten. Schade. Aber warum schade? Wir können froh sein, wir haben sieben Diamanten gefunden. Was will man mehr? 20.000 Diamanten. Wenn man es braucht, warum nicht? Ich gebe mich auch mit sieben Diamanten erstmal zufrieden. Vielleicht haben wir Glück und finden hier noch mehr. Allerdings können wir ja eh schon Obsidian abbauen. Wenn wir das wollen würden. Und da war die Spitzhacke kaputt. Aber ich will jetzt noch keinen Obsidian abbauen. So fucking immer rechts gesetzt, das heißt, wir müssen hier lang. Noch mal kurz gucken. Gut, hier ist auch nichts mehr drin. So. Nochmal schnell gucken. Genau, da haben wir nämlich noch Eisen. Wäre ja nicht so toll, wenn wir das hier lassen würden. Gut, und da ist noch mehr. Wie viel haben wir denn schon? Fast ein Stack. Jetzt haben wir ein Stack. Und es wird immer mehr. So. Oh ja, es wird ganz viel mehr Eisen. Da könnten wir sogar schon mit den Gedanken spielen, eine Bahn zu bauen. Da waren wir noch nicht. Vielleicht ist hier aber auch nichts. Ja, hier ist nichts. So. Gut. Ja, Zombie. Ich höre dich.
Eisen. Ja, wer hätte das gedacht? Nehmen wir mit. Holy Macaroni. Ja, da gehen wir mal später wieder rein. Wenn wir diese wiederfinden. So, dass ich weiß, da war ich schon. Einfach nur mal schauen. Okay, ein bisschen Eisen und Kohle können wir mitnehmen. In eine Höhle muss man immer mit Ehrfurcht reingehen. Wenn man da bloß so, jupp, rein und raus, da kommt man nicht so weit. Vielleicht finden wir auch noch ein Dorf, wo wir uns die Bücherregale mitnehmen können. So ausleihenmäßig. Kohle dürfte erstmal eine Weile langen. Hier haben wir noch ein bisschen Eisen hängen. Ein bisschen ist wieder mal gut gesagt. Das sind 7 Stück. Schlimm. Dann nimmt man mal auf wieder mal und dann klingelt das Handy. Quasi ununterbrochen. Fackeln links. Okay, müssen wir hier lang. Genau, da waren wir. Da geht es ja auch noch weiter. Da geht es, glaube ich, hoch. Und hier sind wir runtergekommen. Genau hier. So. Ach ja, der Tag. Das war doch mal eine schöne Höhlentour. Kurz und knackig. Gleich mal etwas ausgemüllt. So, gucken wir mal. Ob wir hier ein paar Schafe finden. Noch mit Schafe, Hasen, Pilze. Okay, hier drüben haben wir eine Steppe. Da könnten wir uns vielleicht sogar ein paar Akazienbäume mitnehmen, oder ist das Steppe? Nein, ist keine Steppe. Zu früh gefreut. Aber vielleicht haben wir Glück und hier sind ein paar Schafe. Hühner. Hab noch keine Eier ausgeploppt. Zu schade. Zombie. Yes, Schafe. Da wir die Schafe jetzt nicht unbedingt töten wollen. Ja, auch sehr schlau. Ich habe das ganze Eisen mitgenommen noch. Können wir uns ja hier eine kleine sichere Base anbauen.
und quasi dann auch gleich mal die Schafe bunkern. Aber da können wir uns wenigstens klein bisschen erstmal ein Bett noch bauen für hier. So. Es muss kein großes, überwältigendes Haus sein. Wir müssen dann hier bloß noch ein bisschen Ackerbau betreiben. Dass wir die Schafe dann noch einsperren können. Also hätte ich mir eigentlich die Eisenhuhn mitnehmen können. Gut, hat er im Kanal damit gerechnet. Gucken wir mal, dass wir vielleicht die Bäume von hier benutzen. Ich habe aber keine Axt. Ist auch sehr schlau. Dann geht doch mähen. Aber nicht hier. Langt hier ja wirklich nur eine kleine sichere Unterkunft. Dass wir sogar das Feld hier mit unserem Grundstück mit einbeziehen können. Ich hatte zwar da geklickt, aber okay. Ja, man merkt, das Spiel mag mich heute nicht. So, 1, 2, 3. Wie schon gesagt, es muss nur klein sein, nicht so extrem wuchtig. Einmal hier ein Eingang, da ein Ausgang, hier ein paar Kisten mit dem Bett. Dass wir halt dann hier drüben die Schafe anbauen können. Anbauen, den wirklich hier im Boden stampfen und dann wieder gießen und dann hoffen, dass was Großes rauskommt. In der Zwischenzeit, wo wir das kleine Häuschen bauen können, könnte auch unser Eisen gewachsen sein, Eisen. Ich sag's schon permanent. Unser Weizen gewachsen sein. So.
So, das langt ja eigentlich. So, you can only sleep at night. Dankeschön, jetzt können wir schlafen. Es ist Nacht. Und ich muss immer dran denken, ein paar Screenies zu machen. So. Genau. So, hier soll die Tür rein. Und hier. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Cobblestone. Dass ich den noch ein bisschen durchbrennen kann. Ja, hier kann ich nicht gut reingehen. Dass wir hier vielleicht mit Stone Bricks noch arbeiten. Ja, was findet man hier wieder? Richtig, Eisen. Ich darf jetzt bloß ein, was nicht machen hinter mir. Zisch, bumm. Wäre nicht so gut. Ich habe Diamanten dabei. Kannst du rummähen, quirkeln, wie du willst. So, dann brennen wir euch mal durch. In der Zwischenzeit können wir ja noch ein paar Truhen, Zeile machen. Und wie gesagt, immer gern mit dem Holz, was hier vorhanden ist. Wir bauen da ja keinen Zaun zum Tor. Okay, hier haben wir sogar Kühe, also können wir hier sogar ein großes Gehege anfangen. Das heißt, wir müssen wirklich irgendwann mal eine Bahn bauen, eine Bahnstrecke unterirdisch. Und dann ab mehr oberirdisch. So, jetzt gucken wir erstmal nicht, dass ich jetzt hier das falsche Rezept mache. Es sind Zäune. Aber so viele werden wir, glaube ich, nicht benötigen. So, aber hier müssen wir noch einmal Erde wegnehmen. So, da kommen auf jeden Fall das rein. Wolle. Und hier oben mal das, was wir noch nicht so benötigen. Knochenhammer. Pfeile brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So.